Und zack, schon sind wir beim nächsten Einsatz von Officer Dennis und seinem Partner Herr Currywurst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDFR. Ja, heute geht's zweiter Tag kräftig hier. Ärmel hochkrempeln und mal gucken, was so in dieser Stadt ansteht. In letzter Folge haben wir tatsächlich erlebt, wie einer einen Krankenwagen geklaut hat. Warum auch immer. Und wie ein Mensch jemanden umbringen wollte, aber wir haben es Gott sei Dank verhindert und wir fahren jetzt kackendreist mal in die Einbahnstraße rein. So, wir dürfen das ja, wir sind der Officer Dennis, ja, der darf das. Und wir können einfach mal gucken, ob dieses Auto denn hier auch angemeldet ist. Das mache ich ja mal gerne, ne, ab und zu ja mal Stichproben machen. So, dann überprüfen wir mal dieses Kennzeichen hier, dieses Wagens. Okay. So, sorry. 40CAV131. Okay. So, copy, wir warten. Okay. Target license plate. 40 Charles Adam Victor 131. No, 1099. Kenny Leathers. Okay, der hat schon zwei Verwarnungen gekriegt. Aber sonst. Wird mir nichts angezeigt, okay. Können wir mal ganz schnell durchsuchen. Nichts gefunden. Ah ja, ist die gleiche Taste wie, durchsuchen ist die gleiche Taste wie den Hund rufen. Ja, ja, muss ich auch noch ändern. Okay, dann gucken wir noch den Kofferraum durch, nicht, dass da eine Leiche drin liegt. Man weiß ja nie in dieser Stadt. Oh, sonst haben wir nichts gefunden. Okay. Wäre cool, wenn man so ein Inventar hätte und das immer mit zur Wache nehmen könnte und so. Ach ja. So, rein da. Hopp, in. We have a possible drug deal in. Willst du einsteigen? Willst du noch einsteigen heute oder wie ist es? Hopp. Ich glaube, er musste mal. Der Herr Currywurst. Okay. We have public intoxication in Rockford Hills. Units. Was wir lange nicht mehr gemacht haben, ist einfach mal jemanden anhalten, ne? Ich habe da schon jemanden im Visier. Citizens report a civilian requiring assistance in Burton. Halten wir mal den Audi vor uns an hier. Einfach mal so stichprobenartig. Ups. Okay. Der sieht. Oder die? Die? Sieht sehr relaxed aus. So, Schüsse sind weg. Thanks. Hello there. Keflam. Keflam. So, ID checken. Das ist die Amber Buckman. Auf Streife mit Dennis. Expired. Was heißt das? Aber nichts Gutes. Ah, das hat mir letztens schon einer in die Kommentare geschrieben. Ich vergesse mal, was das bedeutet, Mann. Okay, wir machen noch einen Check für den Wagen. Warte mal. So, wir reden mit der. Okay. Achso, ich wollte das Kennzeichen noch überprüfen. Moment. Aber die sieht ja sehr entspannt aus, wenn man sich das mal guckt. Nein, kein Strafzettel geben. Du solltest noch. Och, Mann. Okay, er hat den Strafzettel abgeboren. Okay, 2, 4. IIL837 bitte checken. Target license plate. 24 Ida Lincoln 837. No, 1099. Ja, eine Verwarnung, aber sonst nix. Sieht ganz gut aus, kann weiterfahren. Okay. Man muss ja ab und zu auch ein paar Checks machen hier, ne? Haben wir lange nicht mehr gemacht. Steigt mal wieder ein. Hat sich auch nicht verdächtig verhalten, einfach nur. Ups, einfach nur mal, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ne? Kann man ja mal machen. Attention all units, we have a civilian in need of assistance in Rockford Hills. Units respond code 3. Ich finde die Funksprüche immer so cool, ey. Dispatch, this is Ocean One responding. Roger. Citizens report a motor vehicle accident on Ah, okay, dann müssen wir da jetzt, glaube ich, wieder entscheiden, wer schuld ist. Also, was mag ich? Dann gucken wir uns das mal aus der nächsten Nähe an.
Ja, ne? Guck mal, die hindern sogar gar nicht den Verkehr hier. Ja, da darf man eigentlich nicht reinfahren. Ah, hier vom Hotel, okay. Clear the traffic by removing. Okay. Wir müssen das hier logischerweise erstmal absperren. Ach, das ist falsch. So, ist ja eine Einbahnstraße, ne? Brauchen wir nur diese Seite hier. So, hier fährt sowieso keiner durch. Trotzdem, safe is safe. Ha, können wir mit denen reden? Hm, können wir nicht. Okay, wir sollen jetzt selber hier entscheiden. Warte mal, ich gehe erstmal hin und rede mal mit denen. Ah, geht auch nicht. Okay, komisch. Also wir sollen jetzt entscheiden, was wohl passiert ist. Da an diesem Wagen wohl absolut kein Schaden erkennbar ist. Oh, doch, hinten die Hä? Warte mal. Wie soll das denn passiert sein? Okay, der hat hinten... Ach, guck mal, der hat hier einen Mega-Crash. Also für mich wäre die logische Konsequenz, dass der Wagen auf ihn aufgefahren ist. Weil wie es aussieht, ist der Kollege auf den Kollegen aufgefahren, da der hinten die Scheiben völlig demoliert hat. Das heißt, das würde erklären, warum der hier vorne beschädigt ist. Aber der dürfte dann hinten nicht beschädigt sein. Genau. Okay, versteht ihr? Ja, dann können wir den hier mal weiterfahren lassen. Hier. Okay, man kann jetzt fragen. Okay. Ha. Fragen, ob es hier gut geht. Oh, okay. Okay, keine Drogen. Alkohol. Kein Alkohol. Also, scheint verletzt zu sein. Okay, wie sieht es hier aus? So, schauen wir mal hier. Also, meine Vermutung ist, eigentlich nach den Aussagen zu urteilen, ist die Person hier schuld. Das heißt, warte mal, was hat die gesagt? Warte mal ganz kurz, nochmal ganz kurz. Wenn ein Auto vor ihr ist, dann müsste sie doch hier vorne beschädigt haben. Hä? Diese Aussage müsste er dahin. Hä? Oh, Knochenbruch, okay. Die sollen wir mal... Okay, die sollen mal gehen zum... Am besten zu einem Krankenhaus. Und die hier auch. So. Brauchen wir jetzt nicht festnehmen. Die haben bestimmt Versicherungsdaten ausgetauscht. Die beiden Autos müssen wir jetzt abschleppen lassen. Wobei, ich durchsuche die noch ganz schnell. Gucken, vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Was uns hier ein bisschen weiterhelfen könnte. Man muss ja immer auf der Hut sein hier. Wenn wir jetzt nämlich Alkohol oder so gefunden hätten, wäre es interessant geworden. Okay, der Wagen ist völlig clean. Warte mal, wir gucken. Ah, brauchen wir nicht mehr. Da haben wir ja schon reingeguckt. Dann gucken wir nochmal hier schnell rein. Man weiß ja nie. Kofferraum sicherheitshalber nochmal checken. Okay, ist auch safe. Also bei den Autos ist definitiv nichts. Ich würde aber noch eine Sache schnell machen. Die Personen überprüfen. Vielleicht finden wir ja was raus. 03GIH059. Target license plate 03 George Ida Henry 059 no 1099. John Rosenfeld Field. Okay. Gab es zwei Verwarnungen damals. Expired heißt, glaube ich, abgelaufen, ne? Wollte ich nochmal gesagt haben. Da hätten wir nämlich gar keinen Booster gegeben, die hätten wir aus dem Auto ziehen müssen. Ah, scheiße, fällt mir jetzt gerade mal ein. 43YFA459. So. Okay. Wanted in connection with the Richmond Jewelry Store heist. Also,
Also es ermutigt wohl, es passt wohl zu meiner Aussage, dass dieser Wagen hier den Unfall verursacht hat. David Simpson hieß er, ne? David Simpson, kann das sein? Ne, okay. Hab den Namen wieder vergessen. Egal, wir lassen die Autos jetzt erstmal abschleppen. Wir haben es ja der Zentrale gemeldet. So. Ich finde solche Aufträge eigentlich viel cooler als immer so Verfolgungsjagd, wenn ich ganz ehrlich bin. Und hier brauchen wir ebenfalls einen Abschlepper. Okay, dann können wir nämlich hier schon mal so weit gehen, dass wir die Straße hier wieder gleich frei machen können. Boah! What the fuck, hat er mich jetzt erschrocken? Der Herr Abschlepper hat den Currywurst überfahren. Scheiße. Fuck. Okay, wir haben Herr Currywurst soeben verloren. Oh Mann. Wie kacke ist das denn jetzt? Ein Trauerspiel. Keine Ahnung, wo der Abschlepper gerade hinfährt. Oh Mann. Okay, wir haben hier die RTC cleared gemacht, also ist fertig, aber ich lasse den Herrn Currywurst eben noch abholen hier vom... Kommt er jetzt ein Tierarzt eigentlich? Ne. Guckt euch Herrn Currywurst an, er ist tot. Okay, dieses Auto wird ja gleich abgeschleppt. Ah, nehmt ihn mit, ich kann es nicht sehen. Dankeschön. Und dann können wir ja hier an der Stelle... Ja, Mann, ey, da habt ihr völlig recht. Und deren Wagen ist aber mal verschwunden. Ah, können wir an der Stelle mal einen anderen Auftrag machen. Wurde gerade geschossen? Sind ja gerade irgendwo Kugeln geflogen. Ich habe auch ein anderes Polizeiauto. Also ist wieder Ruhe, okay. Wollte ja schon sagen. Okay, das wird es wohl gerade gewesen sein. Okay, wir sind auf dem Weg. Da hat jemand auf einen Polizisten geschossen und das lassen wir natürlich nicht zu. Die Schüsse haben wir gerade gehört tatsächlich. Krass. Direkt vom Krankenhaus, okay. Okay, okay. Wow. We've got an officer in need of assistance in Rockford Hill. Acknowledge. Alter. Attention all units, target last seen in Rockford Hill. Got nowhere to go. Out of rounds, reloading. Okay, wir haben ihn. Alter. Hä, hey, warum verschwinden die Leichen auf einmal so schnell? Wo ist denn der jetzt hin? Warte mal, ich mach jetzt mal einen Test. Okay, nobody's detected. Okay, hat sich dann erledigt. Hat die Sau einfach auf unseren Polizeiwagen geschossen, Mann. Waren wir gut gelöst? So. Boah, mein Auto sieht aus jetzt, ne? Meine Herren. So. Was ein neuer Tag hier bei GTA 5 LSPDFR. Wir haben tatsächlich einen Unfall gelöst, plus die Tatsache, dass wir hier die Schießerei beendet haben. Spricht doch ganz für uns und wir können dann wohl in der nächsten Episode, die es dann morgen gibt, weitermachen. Und ich würde mich freuen und wir trauen alle um den toten Herrn Currywurst. Was ist da wohl passiert? Wer Currywurst vermisst, kannst du immer in die Kommentare schreiben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein wunderschönes Däumchen oben habt bei dieser Episode. Und bis zur nächsten Episode. Ciao.